Guten Tag und willkommen zurück hier bei Mario Kart 8 Deluxe. Ich hätte fast den Spielnamen einfach eiskalt vergessen. Im Intro einfach den Spielnamen verkackt. Egal. Oh, ich sehe schon Pilzschlucht. Oh mein Gott, da habe ich mega Bock drauf. Und sogar eine neue Strecke? Okay, nice. Ich glaube, der Cup wird echt geil. Let's go. Ich bin jetzt bei meinem Loadout geblieben. Den Boliden werde ich erstmal weiterfahren. Aber mir gefällt der bisher ganz gut. Deswegen benutze ich den einfach weiter. Und wenn ich mich so ein bisschen an den gewöhnt habe, denke ich, dass man damit auch gut was machen kann. Als ob. Jetzt genau in dem Moment, wo ich hinterher gefahren bin, habe ich ein Item benutzt. Nein, als ob ich den daneben setze. Oh mein Gott. Ich finde es übrigens auch interessant, wie die Mario Kart Tour. Hier fahren wir auch hinterher rückwärts. Nice. Sieht man schon an den Rampen. Ich finde es interessant, wie sie hier die Mario Kart Tour Strecken eingebracht haben. Obwohl man eigentlich meinen könnte, dass die. Ach komm, ey, als ob. Obwohl man eigentlich meinen könnte, dass die nicht so gut geeignet sind, weil ja, Tour ist halt ein Mobile-Spiel und ja, hier sieht man es. Hier sieht man es ziemlich deutlich, dass die Strecken sehr schmal sind. Aber gut, ich stelle mich auch gerade extrem dumm an. Ich kenne die Strecke nicht. Und da hätte ich fast gedacht, dass man nach rechts abbiegen muss. Alles klar. Ja, okay, hauen wir alles raus. Zack. Haben sogar noch die Dorfbewohnerin erwischt. Sogar noch das Doppel-Item. Cool. Oh, scheiße. Nein, lass mich doch driften. Als ob die da gegen die Bande fährt. Komm, Doppel-Item. Und dann hier was Vernünftiges. Das ist nichts Vernünftiges. Aber gut. Werfen wir das halt wieder weg. Wieder Doppel-Item. Ja, komm. Wenigstens mal ein Panzer. Ich hätte die Münze an erster Stelle zwar geiler gefunden, weil ich die dann direkt hätte raushauen können. Aber gut. Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Aber gut. Jetzt wäre es sowieso egal gewesen. Ja, scheiß drauf. Hier ist das nächste Doppel-Item. Oh, die Texturen. Oh mein Gott, waren die Texturen schlimm. Oh mein Gott, waren die Texturen gerade schlimm. Was war das denn für ein Schrott? Nintendo, bitte nachpatchen. Da in diesem Saal, dass die nur 2D sind. What the hell? Aber die Strecke war cool. Mir hat die sehr gut gefallen. Da bringen die hier tatsächlich nochmal ein paar Bretter raus. Ey, holy shit. Und die Eistextur gefällt mir sehr gut. Man könnte zwar im Real Life nie im Leben auf so einer Straße fahren, weil ich viel zu rutschig wäre. Aber hier sieht es natürlich Bombe aus. Und hier auch das Eis. Ultra krass. Geil. Als ob ich jetzt schon wieder geownt werde. Kann noch nicht mal einen Boost benutzen. Komm schon. Ja. Komm, wir driften. Schön. Ich hoffe, jetzt kriegen wir mal einen stärkeren Boost. Oh, da gibt's eine coole Abkürzung anscheinend. Ab da. Dann können wir den nächsten ausschalten direkt. Okay.
Banane mitgenommen. Ist nicht ganz so cool, aber wir sind auf dem vierten. Und wir sind echt nicht weit von dem ersten entfernt. Okay, cool, dass ich hier Panzerschutz hatte. Schade. Ja, schön. Schön den ersten anvisiert. Schön noch den Boost geholt. Leider erst zweite Runde, sonst wäre es der übelst krasse Abschluss gewesen. Aber komm, kriegen wir. Ja, wenn ich allerdings so eine Münze bekomme. Aber da sind die nächsten Fragezeichenblöcke nicht weit. Okay, zwei Items direkt. Schön. Und ein Panzer. Und nochmal Münzen. Nein! Oh, okay, ich habe sie irgendwie getroffen anscheinend. Okay. Nein, als ob. Das gibt keine drei Sterne, glaube ich, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss die volle Punktzahl haben. Als ob ich dann noch von ihrem Müll getroffen wurde, Mann. Ich bin echt nicht so scheiße gefahren. Auf den Tourstrecken fahre ich richtig kacke, aber sonst fahre ich eigentlich ganz okay. Und da bin ich sogar ganz gut gefahren, finde ich. Oh Gott, ja Mann, die Pilzstock, die ist so geil. War mit einer der ersten Strecken. Aber ist einfach geil. Oh, und die Kristalle. Oh mein Gott, wie cool die aussehen. Aber ja, auch die Pilze. Das Retexture von denen. Ist auch nicht schlecht. Und dass die Goombas größer gemacht wurden, finde ich auch ziemlich geil. Die waren halt echt keine große Bedrohung. Auf der Wii. Ich fahre hier immer zu weit rechts. Also was heißt immer? Jetzt die beiden Male, wo ich hier lang gefahren bin. Im Wii-Teil habe ich das echt gut hinbekommen hier. Ich bin auch immer auf dem Wii-Teil bin ich unten lang gefahren. Ey, Moment mal, was macht der blaue Pilz eigentlich? Ich glaube, das teste ich gleich mal. Weil großartig verlieren kann ich ja nichts mehr. Weil Sterne gibt es ja sowieso jetzt nicht mehr. Und das war jetzt mal gut gefahren. Nice. Und ja. Ich glaube, das ist meine Lieblingsstrecke von der Wii. Oh, cool. Oh, cool! Das ist ja mal mega geil. Da lohnt sich das ja richtig, oben lang zu fahren. Ich glaube, im Wii-Teil hat sich das null gelohnt, unten lang, oben lang zu fahren. Aber hier... Doch. Ziemlich nice. Die Strecke kenne ich ja mal gar nicht. Es geht. Was ist? Ach so, ja, logisch, dass ich die nicht kenne. Das ist ja die neue. Oh mein Gott, die geht aber ab. Die erinnert mich mega an Fall Guys. Ist das vielleicht auch so eine Anspielung? Weil Fall Guys ist ja jetzt... vor nicht allzu langer Zeit auch im auch auf die Switch gekommen. Alter, ist die Strecke krass. Die fühlt sich schwer an, ist aber eigentlich leicht.
Und das macht die einfach mega geil. Ach man, man soll sogar an die Dinger fahren. Nein, ich hab's jetzt nicht geschafft. Ah, Alter. Wenn ich jetzt schon wieder Dritter bin. Nur weil ich einen kurzen Fehler gemacht habe. Ey, und jetzt weiß ich, warum die sich... Die sieht schwer aus. Und jetzt weiß ich, warum die leicht ist. Man kann in der Luft extrem gut steuern. Weil man durchgehend diese an der Wandfahrmechanik hat. Ist ja ultra geil. Und sorry, dass das gerade so laut war, dass man das gehört hat wahrscheinlich in der Aufnahme. Irgendwas wollte mir die Box sagen. Aber ich hab's direkt weggedrückt. Ich will ja nicht, dass hier etwas angekündigt wird. Während ich am Aufnehmen bin. Aber ich hoffe, das kann ich mir gleich nochmal anschauen. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wofür die Erinnerung sein soll. Aber gut. Das war sowieso leider einmal Zweiter geworden. Aber gut. Was soll's. Die Strecken waren cool, also spiele ich die gerne noch ein zweites Mal. Und ein drittes und ein viertes dann im Spiegel und 200 Kubik, aber ihr wisst, was ich meine. Jo, 2 Sterne leider nur. Aber gut, was soll's. Es war cool, die Strecken waren cool. Wie gesagt, gerne noch ein zweites Mal und ich hoffe, dann kommen noch mal richtig geile Dinger in den nächsten Cups. Ja. Boah, Alter. Sorry. Boah, was war das? Ah. Ja, ich hoffe, es kommen noch mal richtig geile Strecken in den nächsten Cups. Und ich hoffe auch, dass sie noch zügig kommen werden. Weil wir haben ja jetzt schon sehr lange auf die Cups gewartet. Aber zumindest sind sie echt geil geworden. Und hey, ich warte gerne so lange, wenn die geil werden, die Strecken. Aber man kann sich da ja nie sicher sein. Also hätte ich sie lieber eher... Also hätte ich lieber, dass die Strecken beschissen sind und dass ich sie eher kriege, als dass ich lange warten muss und dass sie beschissen sind. Aber wie gesagt, ich warte natürlich auch gerne auf gute Strecken. Wie auch immer, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls ihr noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part Mario Kart 8 Deluxe bei richtig geilen Strecken wieder. Bis demnächst. Und ciao.